Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier bei Die einfachsten Bomben der Welt. Unser tägliches Gericht für den einfachen Koch für zu Hause. Wir entschärfen heute wieder die nette Bombe. Tante Irma hat uns mal wieder eine gebastelt und vorbeigeschickt. Und ja. Bevor die Wohnung dann wieder aussieht wie Sau, probieren wir diese eine Bombe, die wir gestern hier nicht geschafft haben. Du meinst die Kalorienbombe oder was? Genau, die Kalorienbombe. Guter Titel. probieren wir nochmal hier diese vierte Bombe hier zu machen. 4 Module, 3 Strikes. Gut, ich hoffe, wir hätten eigentlich üben sollen. Ja, eigentlich schon, ne? Aber es ist egal jetzt. Wir kriegen das hin. Kriegen wir es hin? Ich hoffe. Okay, Bob der Baumeister, dann machen wir das. Ich starte die Bombe. Zwar. So, also. Wir hätten eigentlich erst uns echt ein bisschen eintrainieren sollen. Das wird jetzt echt peinlich. Ich sehe auch die Wetten, die gegen uns gerade laufen. Das sieht nicht gut aus. Und wir haben 5 Minuten. Oh, scheiße. Also, ich habe 4 Drähte. Rot, blau, gelb, weiß. Rot, blau, gelb, weiß. Erstes. Okay, war richtig. Ich habe einen blauen Button mit Press. Blauer Button mit Press. Blue Button, nee, es ist a board, nein. Button is white, nee. Button is yellow, Button is red. Halt mal drauf. Welche Farbe hat der Streifen? Weiß. Dann, wenn irgendwann eine 1 da ist. Okay, war richtig. Jetzt kommt wieder unser Monitorfeld. Es steht eine 2 drin. Ja, warte. Okay, dann press the button in the second position. Okay, zweite Position, eine 3. Okay. Jetzt erscheint eine 2. Button in the same position as you pressed in stage 1. Also, zweite Position, eine 3, da steht wieder eine 3. Zweite Position, 3, zweite Position, 3. Jetzt erscheint eine 3. Dann press the button in the third position. Also 2, 3, 2, 3. Jetzt ist 3, 4. Okay. Also dritte Position, da war die Ziffer 4. Jetzt haben wir eine 4 drauf. Button in the same position as you pressed in stage 2, also zweite. Same position. Also, da ist eine 1 auf der zweiten Position. Bist du so aufgeregt, dass du jetzt Chips benutzt oder was? Nee, ich schreib mir es gerade auf. Okay. Also, jetzt steht eine 2. Dann, same label you pressed in stage 2, also eine 3. Eine 3 drücken, okay. Hat geklappt. Gut, jetzt habe ich hier so ein Simon Says Feld. Weißt du, wie dieses hier so rot, grün, blau, gelb? Ja, blinkt alles klar. Ein gelbes. Okay, gelb, button to press is green. Okay, ich drück den grünen. Jetzt blinkt gelb und grün. Gelb und grün ist erst grün, dann gelb. Gelb, grün, blau ist jetzt die Reihenfolge. Also dann ich mag mir grün, gelb und was ist die dritte Farbe? Jetzt blinkt blau. Also pass auf, du hast jetzt grün, gelb und musst das rote drücken. Hat geklappt! Und die haben wir es geschafft? Ja, 2 Minuten. Hey, das war unsere, sehr gut. Das war unsere beste Bombe bisher. Ja, bin echt fertig. Ha, ihr Loser und ihr dachtet, wir verlieren hier. Ich hasse echt, ja. Also nicht, dass ihr euch wundert jetzt bei YouTube. Wir machen nebenher noch unseren Livestream. Und dieses Mal war es eigentlich echt gut. Na gut, wir hatten auch nicht dieses komische Pac-Man-Spiel mit dabei. Ja, das stimmt. Dieses Labyrinth. Ich denke, das wird uns dann beim nächsten Mal. Das stimmt, wir hatten, glaube ich, nur einfache Sachen gehört. Ja. So, ich gehe zurück ins Menü und ja, bei YouTube bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Schaut auf den Stream vorbei, wenn ihr einfach mehr davon haben wollt. Und wir sehen uns morgen zu einer neuen Aufnahme. Bis dann, ciao, ciao.